Das iRides Lab präsentiert Amit in Transit, der Podcast über datengetriebene Mobilität. Hallo, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge von Amit in Transit, weil ich uns ein Gesprächsthema rausgepickt habe, das mich schon lange umtreibt und das mich auch vor viele Fragezeichen stellt. Und weil das so ist, habe ich heute zwei ExpertInnen eingeladen, mit denen ich das Thema datengetriebene Geschäftsmodelle einmal dingfest machen will. Das klingt nämlich immer sehr schlau, sehr zukunftsgewandt, aber was ist das eigentlich genau? Wer macht das schon? Warum? Und wie ist man damit erfolgreich? Das ist alles gar nicht so leicht zu beantworten. Wir sprechen also unter anderem darüber, warum Unternehmen die Bedürfnisse von KundInnen noch stärker ins Zentrum rücken sollten. Ich habe, ich glaube, 35 bis 40 Mobilitäts-Apps. Der Dumme, der die Integration zu erledigen hat, bin ich. Und wer die Geschäftsmodelle von morgen entwickeln wird und wer vielleicht auch nicht. Automobilkonzerne, habe ich das Gefühl, schlafen immer noch so. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Boris Otto mein Name. Ich bin in Dortmund tätig. Ich habe hier in Dortmund eigentlich zwei Funktionen. Ich bin einerseits Leiter des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik, was hier angesiedelt ist. Und auf der anderen Seite habe ich hier auch einen Lehrstuhl für industrielles Informationsmanagement an unserer Technischen Universität. In diesen beiden Funktionen bin ich sehr aktiv in der Forschung in dem ganzen Umfeld um Datenräume und Datensouveränität und deswegen auch bei einer ganzen Reihe von größeren Datenrauminitiativen mit dabei, so möchte ich es mal sagen. Zum Beispiel bei Catena X. Catena X beschäftigt sich mit dem Aufbau eines Datenraums für die Automobilindustrie und aber auch beim Mobility Data Space, wo ich im Expertenbeirat beispielsweise bin. Und das sind so meine Rollen. Daneben habe ich noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, das ist so das, was gerade für unser Gespräch jetzt heute relevant ist. Ja, dann Mara, wir kennen uns ja auch schon, aber jetzt auch für die HörerInnen, wer bist du und was machst du? Also mein Name ist Mara Kohl, ich bin am Zentrum Digitalisierung Bayern, das bei der Bayern Innovativ aufgehängt ist, für das Thema vernetzte Mobilität verantwortlich. Und wir arbeiten da, ich konkret im Auftrag vom Land Bayern, also tatsächlich aus öffentlicher Hand finanziert zu 100%, daran, Digitalisierungskompetenzen zu stärken. Bei mir in der Branche Mobilität. Und da geht es natürlich ganz viel um Wissenstransfer. Da geht es darum, Leute zusammenzubringen, zum Beispiel zu Forschungsprojekten. Das trägt immer viel mehr, wenn man mal gemeinsam wirklich über ein paar Jahre an einem Thema gearbeitet hat, als wenn man nur mal einen Kaffee getrunken hat zusammen. Das bedeutet aber auch die Organisation von Veranstaltungen zum Beispiel zu wichtigen Themen, die die Branche gerade umtreiben, zu ganz bunten Themen tatsächlich der vernetzten Mobilität. Das bedeutet für mich verkehrsträgerübergreifend. Das heißt, es geht nicht speziell ums Auto oder speziell um den öffentlichen Verkehr, sondern wirklich die Integration verschiedenster Verkehrsträger sozusagen immer über eine Komponente der Digitalisierung. Was ich mich ja immer frage, ist, wo endet ein herkömmliches Geschäftsmodell und wo fängt ein datengetriebenes Geschäftsmodell an? Also Boris, ich glaube, du kannst dazu wahrscheinlich am besten die Definition sagen. Was ist ein datengetriebenes Geschäftsmodell? Ja, das ist ganz interessant. Also ich will da jetzt nicht zu theoretisch werden, aber dieser Geschäftsmodellbegriff ist ja noch gar nicht so alt. Firmen gibt es ja schon ziemlich lange, aber der Geschäftsmodellbegriff ist eigentlich erst so mit dem E-Business-Hype vor 20 Jahren mal erfasst worden. Und ich glaube, es gibt wie immer viele Definitionen, die sind alle irgendwie gut und recht. Im Prinzip ist das so ein bisschen die Logik, nachdem ein Unternehmen seinem Kunden Mehrwert schafft und damit profitabel wirtschaften kann. Was wir feststellen ist, dass wir und gerade in Deutschland so eine gewisse Evolution der Geschäftsmodelle haben, weil die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft natürlich sehr stark darin war und ist, Produkte herzustellen, die man irgendwie anfassen kann. Und wir sehen halt eben in dieser Entwicklung, dass man frühzeitig schon erkannt hat, dass Dienstleistungen generell um Produkte herum zu hybriden Leistungsbündeln werden können, die dann sogar höhere Profitabilität mit sich bringen. Klassisches Beispiel ist immer, die Wartung von Aufzügen ist profitabler als die Herstellung und die Installation der Aufzüge selber zum Beispiel. Und wir sehen eben jetzt, dass man diese Dienstleistung auch noch durch digitale Dienste anreichern kann. Und insbesondere die digitalen Dienste sind eben darauf angewiesen, dass wir Daten bekommen zu dem eigentlichen Produkt, zu dem Kunden, aber eben halt auch zu Kontextinformationen. Und gerade bei der Mobilität sind es zum Beispiel immer Dinge wie
Wetterbedingungen oder Verkehrssituationen, also faktisch Staus. Und aus dieser Gemengelage kann man dann eben sein eigenes Angebot halt erweitern und in Richtung digitaler Mehrwertdienste weiterentwickeln. Und deshalb ist ein datengetriebenes Geschäftsmodell eben ein solches, was sehr stark auf das Angebot von digitalen Diensten für den Kunden basiert. Und dafür brauche ich eben Daten, die als Ressource letzten Endes halt diese Diensterbringung überhaupt erst ermöglichen. Der Übergang ist quasi fließend vom herkömmlichen Geschäftsmodell zum, was ist jetzt genau datengetrieben? Ja, ich glaube, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, man hat natürlich jetzt tradierte Unternehmen, die sich jetzt fragen, naja, schmeiße ich das jetzt alles weg und mache nur noch digital oder wie kriege ich das jetzt hin? Mache ich beides gleichzeitig oder gibt es da eine Transformations- oder eine Übergangsphase? Und das ist ja auch das, was man bei Volkswagen, BMW und auch den anderen Großen halt sieht. Das ist auch keine einfache Sache, das will ich auch ganz ehrlich so sagen. Mhm. Und dann gibt es halt Startup-Unternehmen, die eben halt diese Historie nicht haben, sich direkt in die digitalen Geschäftsmodelle halt stürzen. Und das sind aber häufig dann die guten Ideen haben, viel Agilität haben, aber denen fehlt der Zugang zu dieser Kernressource, zu den Daten eben nicht. Und die haben dann häufig die anderen. Und deshalb muss man da eben halt in so einem Ökosystem schauen, dass jeder seine eigenen Ziele erreicht, aber dass es dann am Ende für uns Kunden auch tatsächlich einen Mehrwert gibt. Und Mara, wie ist das bei euch? Wo laufen dir denn in deiner alltäglichen Arbeit datengetriebene Geschäftsmodelle über den Weg? Das, worauf ich hinarbeite, das, was mich irgendwie auch täglich antreibt, würde ich so als bedarfsgerechte Mobilität bezeichnen. Das heißt, dass jeder zu jedem Zeitpunkt eine Mobilitätslösung finden kann, die sozusagen dem ganz persönlichen aktuellen Bedarf entspricht. Und dafür ist in ganz verschiedenen Abstufungen oder in verschiedenen Bausteinen Digitalisierung und auch digitale Geschäftsmodelle nötig, weil es da ganz stark darum geht, dass man Daten teilt. Und natürlich, um Daten zu teilen, müssen die erstmal irgendwo erfasst werden. Man muss sich der Aussagekraft und dem Wert dieser Daten irgendwie bewusst sein, um dann am Ende ein besseres Produkt für den Endkunden, für uns alle, tatsächlich bereitstellen zu können. Und an all den vielen Bausteinen arbeite ich im Grunde. Das finde ich einen ganz guten Begriff, Mara. Das will ich vielleicht auch nochmal aufgreifen, weil das schon auch dazu passt zu der Frage, naja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen tradierten oder innovativen Geschäftsmodellen? Ich glaube, dass man sich auch als Unternehmen zwingen muss, wirklich, du hast gesagt, mit dem Kundenbedarf überhaupt mal auseinanderzusetzen. Und der Kundenbedarf ist meistens nicht, ich kaufe ein Auto, sondern der Kundenbedarf ist, ich bin hier und will dorthin. Und wie geht das am besten? Und ich bin in der Stadt und will mobil sein und ich bin auf dem Land und will mobil sein. Das fällt vielen Unternehmen immer noch schwer, sich wirklich in die Rolle des Endkunden, also wir als mobile Bürger, hineinzuversetzen. Und dann wird man nämlich feststellen, dass das eigene Angebot meistens eben nur einen Teil dieser gesamten Bedarfskette tatsächlich abdeckt. Und das heißt, wenn ich wirklich einen echten Mehrwert bringen will, dann muss ich mich irgendwie mit anderen zusammentun. Ich glaube, das ist aber ein ganz schwieriger Schritt tatsächlich eher für so die althergebrachten Firmen. Es gibt ganz viel Angst bei den einzelnen Transportanbietern, so dass das eigene Standing, die eigene Marke aufgehen zu sehen in einer integrierten Transportlösung. Ne, auch keinen Durchgriff mehr zu haben auf die eigenen Kunden, also nicht mehr zu wissen, wer sind die denn, am Ende einfach irgendeine Transportleistung bereitzustellen, von irgendwoher einem zentralen Vermittler Geld überwiesen zu bekommen, ist ein wirklich tiefer kultureller Wandel, den wir da von vielen Firmen verlangen, die einfach Zeit brauchen für diese Schritte, sich als ein Teil einer Transportkette und nicht der Anbieter zu sehen. Es ist eben halt nicht nur ein kultureller Wandel, sondern es ist eben halt auch ein hohes Risiko, weil wenn ich halt diese Kundenschnittstelle aufgebe als Unternehmen, dann laufe ich Gefahr, dass ich kommoditisiert werde. Wenn ich da bin, dann kann ich nur noch über den Preis konkurrieren. Und da würde ich mal behaupten, das ist für kein Unternehmen in Zentraleuropa eine valide Option für irgendwie eine strategische Entwicklung des eigenen Unternehmens. Das heißt, ich muss eigentlich innovativ sein. Nur dann kann ich langfristig erfolgreich sein. Diese Kundenschnittstelle ist wichtig. Ich darf sie nicht einfach herschenken. Im Übrigen ist ja das auch die große Gefahr, die wir sehen in Deutschland durch die Macht, meistens der amerikanische Anbieter. Ich persönlich glaube, und da kommen wir dann tatsächlich zu dem kulturellen Wandel, dass in Europa fast kaum ein Unternehmen die Ressourcen hat und den Willen, diese einzusetzen, um quasi wirklich diese Ende-zu-Ende-Sicht einzunehmen. Dann bleibt aber auch nur, dass man sich zusammentut. Das ist aus meiner Sicht die einzige Option und da sind wir bei etwas, was wir Co-Opetition nennen. Ich muss mich nämlich teilweise auch mit meinem Wettbewerber zusammentun, um Gottes Willen, weil wir erkennen müssen, dass wenn wir das nicht tun, verlieren wir wahrscheinlich alle. Wenn wir uns zusammentun, können wir gemeinsam gewinnen.
Ich glaube, da ist auch eine große Gefahr drin, dass wir in den nächsten Schritten tatsächlich auch, sag mal, diese Kundensicht noch mal ein Stück weit verlieren, wenn jede Firma hergeht und sagt, ja, ich kooperiere schon gern mit den anderen, ich habe es nämlich verstanden, Ende zu Ende, alleine kann ich nicht machen, also lade ich alle anderen auf meine Plattform ein. Weil, ne, ich habe die besten Kundenbeziehungen und überhaupt, also liebe andere, ihr habt es ja auch alle gesehen, Ende zu Ende funktioniert nicht, kommt bitte alle zu mir. Ja, und dann sagen alle aber, kommt bitte zu mir, weil ich habe die tollste Kundenbeziehung. Und dann sitzen wir am Ende da mit einem riesigen Berg an teilintegrierten Mobilitäts-Apps, wo immer so 2-3 Player sich zusammengeschlossen haben. Und das Kundenerlebnis, das man damit vermeintlich generieren möchte, ne, dieses, was wir eingangs sagten, bedarfsgerechte Mobilität im Prinzip in jeder Lebenslage, kriege ich damit dann nämlich nicht hin. Ich glaube, das ist eben der Punkt, weswegen wir Impuls, vielleicht auch so eine Art Katalyse von außen brauchen. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass wir in vielen Dingen, wo sowieso der Bürger im Fokus steht, dass auch irgendwie der Staat, die Regierung, die öffentliche Hand eine Rolle spielt, um sozusagen diese erste Phase des gegenseitigen Misstrauens zu überwinden und letzten Endes dazu zu kommen, dass man ins Tun kommt und sich gemeinsam auf einen Ansatz einigt und dieses gegenseitige Belauern überwindet, weil sonst passiert das, dass alle zögern, alle warten und dann alle verlieren. Ich würde gerne ein bisschen konkreter werden. Mara, was sind denn so aus deinem Alltag gute Beispiele, wo du denkst, okay, die machen schon ein gutes, solides, datengetriebenes Businessmodell oder grundsätzlich, was fällt dir ein? Was ist ein gutes Beispiel in der Mobilitätswelt? Es ist ein großes Thema, aber so die richtig guten Beispiele, das richtig toll funktionierende Modell ist tatsächlich schwierig zu suchen. Ich würde sagen, aktuell ist die Branche ein bisschen dabei, sich einzelnen Puzzleteilen zu widmen. Diese durchgehende Ende-zu-Ende-Verknüpfung, die gibt es noch selten. Es werden aber gute Bausteine entwickelt, die man dann später gut integrieren könnte. Ne? Also zum einen gibt es Apps, die Lösungen haben, zum Beispiel, dass man, wenn man einsteigt in ein Verkehrsmittel, einfach nur noch swiped, sozusagen, ich bin jetzt eingestiegen, oder tatsächlich auch über Geolokalisation automatisch erkannt wird, ich laufe jetzt nicht mehr, sondern ich bin jetzt in den Bus eingestiegen und wenn ich angekommen bin, sozusagen checke ich mich einfach wieder aus. Solche Komponenten sind in Zukunft mit so einem durchgängigen Mobilitätslösung, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und das wird halt in Pilotprojekten einfach erprobt. Tatsächlich, das konkrete Beispiel funktioniert in der Schweiz schon sehr, sehr gut, verteilt über sämtliche Verkehrsmittel. Also die haben es tatsächlich in der Schweiz schon geschafft, haben ein bisschen einfachere Rahmenbedingungen als wir in Deutschland zugegebenerweise, dass man sozusagen jedes Boot, jeden Bus, jede Bergbahn, die irgendwie im öffentlichen System drin hängt, über solche Lösungen fahren kann. Das bedeutet, man muss sich vorab einfach keine Gedanken mehr ums Ticketing machen. Also das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Ansatz. Ob es jetzt Swipen ist, ob es ein Einchecken irgendwo an einem QR-Code ist oder so, die Technologie dahinter ist, glaube ich, nicht so wichtig. Die grundsätzliche Idee macht es ganz wichtig. Andere Komponenten vom Datenteilen oder digitalen Geschäftsmodellen passiert natürlich immer da, wo Daten irgendwie erhoben werden, geteilt werden, vielleicht auch monetarisiert werden von ja, einfach Instanzen, die sie erheben. Und je mehr zum Beispiel auch im öffentlichen Verkehr digitale Tickets verkauft werden, je mehr digital eingecheckt wird in der Bahn, ne, umso mehr digitale Daten werden generiert, die können analysiert werden und dann auch im Grunde zum Wohl des Kunden wieder ausgewertet werden. Ne? Ich finde auch immer ganz eingänglich ist es am Beispiel Taxi. Irgendwie rufe ich an in der Taxizentrale und die sagen mir dann, ja, in 10 Minuten irgendwie ist ein Taxi bei Ihnen vor Ort oder habe ich eine App, über die ich das irgendwie regeln kann und ich sehe, wo ist der nächste Taxifahrer, was für Bewertungen hat der. Wenn man dieses Modell dann noch ein bisschen weiter treibt, so in Richtung Ride Pooling, also wo Leute, die ähnliche Strecken haben, dann in einem Auto gesammelt werden. Ne, ich finde, da sieht man so eine schöne Entwicklung hin zu einem immer digitaler werdenden Geschäftsmodell, das am Ende einfach Ressourcen spart, günstiger ist für den Kunden, tatsächlich auch so den Bedarf nach dem eigenen Auto ein bisschen schmälert und am Ende für die Umwelt einfach sehr viel besser ist.
Boris, hast du denn ein lieblingsdatengetriebenes Geschäftsmodell? Also ich nutze ziemlich viele digitale Mobilitätsdienste sozusagen. Ich habe, ich glaube, 35 bis 40 Apps auf meinem Smartphone, okay, die irgendwie, ja. Nicht schlecht. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das habt ihr auch. Wenn man mal wirklich anfängt zu zählen, das geht ziemlich flott. Weil wenn man häufig unterwegs ist, hat man von fast jedem öffentlichen Nahverkehrsverband die App. Und die sind gut. Aber es sind eben immer jeweils neue. Google Maps natürlich. Wir haben den DB Navigator, komme ich auch gleich noch zu. Ich habe Uber und FreeNow. Es läppert sich. Der Dumme, der die Integration zu erledigen hat, bin ich. Das muss man so sagen. Es ist aber eine Entwicklung festzustellen, dass das konvergiert. Und wenn du nach konkreten Diensten fragst, also ich bin ein großer Verfechter des DB Navigators, weil der nach Google Maps eigentlich die größte Reichweite meiner Ende-zu-Ende-Mobilität schon hat, weil er eben halt viele Datenquellen anzapft, insbesondere halt die von den ganzen lokalen öffentlichen Nahverkehrsbetrieben. Und ich kann eben Tickets kaufen. Und das werde ich ja, ich bin jetzt kein Jurist, aber auf absehbare Zeit bei Google nicht machen können. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Was ich persönlich auch noch gut finde, sind eben solche Sachen, das hat der Mara auch gerade angesprochen, wie FreeNow zum Beispiel. Und dass man von der reinen Taxifahrt jetzt eben auch intermodaler wird und verschiedene Verkehrsmittel eben in eine Kette auch integrieren kann. Und das kommt ja dann schon sehr nahe dem, was man sich selber so vorstellt, nicht? Und ich glaube, in diese Richtung wird es halt gehen. Die Punkte, die Herausforderungen sind Integration und natürlich auch irgendwie immer kritische Masse. So, ne? Das ist halt, weil zum Beispiel gibt es komischerweise bei uns im Ruhrgebiet, obwohl das da sehr dicht besiedelt ist, gibt es irgendwie keine von diesen FreeNow oder Uber irgendwie Apps. Meine Vermutung ist, dass die Städte natürlich überlappen, aber eben halt die Überlappungsmengen dann doch nicht so groß sind, dass es sich lohnt. Naja, aber es wäre ein schönes Testfeld. Vermutlich muss man sich da nur auch dann mit einer ganzen Handvoll von Stadtverwaltungen zeitgleich herumschlagen, wenn man irgendwas integrieren möchte. Ne? Gerade dann auch noch so in den Schnittgebieten, was vermutlich ein Startup, das gerade irgendwie Scooter über Deutschland ausrollt, sagen wir mal, nicht als erste Region dann das Ruhrgebiet wählen. Du hast recht, und das ist auch irgendwo die Aufgabe für den Staat oder die öffentliche Hand, dass sie hier einfach für alles, was, sagen wir mal, infrastrukturell ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt irgendwie Straßen oder Eisenbahn, sondern man spricht auch häufig von der Soft Infrastructure, also die Standards, die Regeln. Da müssen wir einfach einheitlicher werden. Weswegen es einfach lange dauert, ist halt diese Kleinteiligkeit. Und die können wir uns da irgendwie nicht leisten, weil sonst wird ein Großer kommen, der viele Ressourcen mitbringt und der wird diese Soft Infrastructure dann einfach selber bauen. Und alle anderen gucken dann in die Röhre. Ne? Was mich da immer noch interessiert, ist, wer wird denn unsere Mobilität in Zukunft dominieren? Also was sind da so eure Prognosen? Vielleicht erstmal du, Mara. Was denkst du? Ich glaube, die Start-ups haben das Problem, dass sie nicht so präsent sind in der breiten Bevölkerung. Ne? So meiner Mobilitätsbubble kriege ich das irgendwie alles mit. Aber wo der von Boris schon erwähnte DB-Navigator halt einfach einen riesigen Vorteil hat, der ist schon auf ganz, ganz vielen Handys drauf und die Leute benutzen den zumindest sporadisch, wenn sie Bahn fahren und gucken wollen, kommt die zu spät, haben sie den schon mal aufgemacht. Ja, und ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiger Punkt, es überhaupt erstmal aufs Handy von Leuten zu schaffen. Es ist die Einstiegshürde und die ist, glaube ich, wirklich nicht gering. Weil einfach Durchdringung ist es am Ende. Kritische Masse, damit steht und fällt es. Und wenn man sich praktisch an schon existierende Apps dranhängen kann, da sich integrieren kann oder auch an Firmen, Konzerne, die einen Namen schon in dem Zielbereich haben, glaube ich, ist es sehr, sehr viel einfacher. Automobilkonzerne, habe ich das Gefühl, schlafen immer noch so ein bisschen. Und dass die jetzt richtig aufdrehen und sich wirklich zum Treiber der Verkehrswende machen, was ja am Ende irgendwie immer hinter diesen ganzen Digitalisierungsthemen steht. Das kann ich mir nicht vorstellen, das sehe ich nicht. Das Thema ist ja jetzt nicht so ganz neu. Also wir diskutieren da seit Jahren dran rum und die ganz großen Fortschritte sehe ich tatsächlich nicht bei den Automobilkonzernen. Gerade haben ja BMW und Daimler zum Beispiel auch ihre Sharing-Flotte wieder verkauft, behalten aber die Datensparte. Also das zeugt jetzt auch nicht davon, dass sie ihre Zukunft unbedingt im Carsharing oder sowas sehen. Ich würde sagen, die deutsche Automobilindustrie wird sich noch stärker scheiden in einerseits Premium, das ist dann auch okay, und auf der anderen Seite wirklich Massenprodukte für
die Mobilität der Zukunft, die eben immer stärker darauf basieren wird, dass man das Auto eben nicht mehr besitzt, sondern dass es irgendwo über Dinge wie zum Beispiel FreeNow oder klassisches Taxigeschäft halt einfach angeboten wird, mit einer viel höheren Auslastung dieser Fahrzeuge, höherem Standardisierungsgrad, und dass man sich dann eben halt über den digitalen Dienst differenziert und nicht mehr über das Fahrzeug selber. Unsere Automobilindustrie hat über, ja, wie lange ist es her, 120, je nachdem, wann man anfängt zu zählen, Jahre, eigentlich das Produkt im Zentrum gehabt und muss jetzt feststellen, dass das eigentlich ein Commodity ist und es nur noch darum geht, das so billig wie möglich und standardisiert wie möglich herzustellen. Bei Tesla ist eben halt das Auto um einen Softwaredienst herum gebaut und naja, bei den Deutschen und auch bei den anderen Herstellern ist es eben so, dass quasi die Software, ich sage es mal ein bisschen platt, rangeflanscht wurde an eigentlich ein physikalisches Produkt. Nicht? Schwierig, das mal so von heute auf morgen irgendwie auch im ganzen Engineering und in der Konstruktion und in der Produkt- oder Innovationsentwicklung einfach zu ändern. Kein leichtes Thema. Ich glaube, was da noch total spannend werden wird, auch so im Zuge digitale Geschäftsmodelle und wo kann ich vielleicht entlang der Transportkette tatsächlich auch Geld machen, wo es klassisch noch nicht möglich war oder wo wir heute vielleicht noch nicht sind. Das ist so in der Individualisierung von diesen Massenprodukten, die du, Boris, gerade erwähnt hast. Wenn wir sagen, wir haben irgendwie eher ein Standardgefäß, also nicht mehr das super tolle Auto von einer bestimmten Marke und ich fahre nur das, sondern es ist halt irgendwas, das hat vier Räder und schützt mich vor Regen und fährt mich von A nach B. Dass ich da im Innenraum auf einmal ganz spannende Gestaltungsmöglichkeiten kriege, ja, die ich vielleicht auch bereit bin, dann extra zu zahlen. Ne? Also, dass man irgendwie ein, sagen wir mal, sehr schlankes Produkt eher günstig hat. Da gibt es dann kein Moodlighting und irgendwie keine individuelle dicke Soundanlage oder was man sich da auch immer noch vorstellen kann. Noch größer wird dieses Feld natürlich, wenn wir in Richtung autonomes Fahren mal denken, aber das eher so ein bisschen so als so eine Zukunftssicht. Ich glaube, da gibt es jetzt schon ganz viel Potenzial in so Sharing-Umfeldern mal anzufangen zu spielen damit, dass man dieses Auto für eine Zeit lang, nämlich genau für diese eine Fahrt, so zu seinem macht, mit einer individuellen Gestaltung. Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Feld. Mara, du hast gerade schon das autonome Fahren angesprochen. Ihr habt ja gerade schon über Modelle gesprochen, die jetzt quasi schon getestet werden. Autonomes Fahren ist ja noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Was ich ja noch nicht so richtig sehe, ist, wer die tragfähigen Geschäftsmodelle denn für autonome Shuttles und Fahrservices quasi anbieten kann. Habt ihr da so Prognosen oder Favoriten? Also als ein der First Mover in so einem Bereich, ich würde jetzt mich schwer tun, eine Prognose abzugeben, wie sich der Markt rüttelt. Aber ich finde sowohl, was das, sagen wir, klassische Sharing angeht, und ich könnte mir vorstellen, dann auch bei autonomen Shared Vehicles, wie auch immer die aussehen, ist ein Player, der da gerade, sagen wir, noch nicht so intensiv unterwegs ist, sind so große Flottenmanager, sowas wie Sixt. Ja? Also Firmen, die es gewohnt sind, mit großen Flotten umzugehen, die Daten zu verarbeiten, zu schauen, dass genügend Fahrzeuge da sind für den entsprechenden Bedarf. Und Sixt ist ja mit Sixt Share jetzt durchaus auch schon seit einiger Zeit so im Carsharing unterwegs und nicht mehr nur mit stationsgebundenen Mietwägen. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Firmen da zu Beginn erstmal einen Vorteil haben, einfach weil die sich mit dem geteilten Auto sozusagen auch ganz klassisch einfach schon sehr, sehr intensiv auskennen. Ich habe so den Eindruck, dass Geschäftsmodelle gehypt sind, die ja sich sehr von der echten Welt entfernt haben. Also so dieses Airbnb und Booking ist so toll, weil die haben gar keine eigenen Hotels mehr, sind aber Mega-Apps. Oder die Ubers dieser Welt haben gar keine eigenen Fahrer mehr, sozusagen keine eigenen Autos mehr und vermitteln nur noch, sind Marketplaces. Gorillas zum Beispiel auch, die haben dann halt ihre geringfügig Beschäftigten. Das ist ja dieser Bereich der Gig-Economy, ist ein Bereich, den ich auch ziemlich kritisch sehe. Habt ihr das Gefühl, okay, wenn wir jetzt immer mehr datengetriebene Geschäftsmodelle haben, dann gibt es auch so mehr von solchen Modellen, dass wir in sowas reinschlittern, was auch für unsere Gesellschaft vielleicht gar nicht so wünschenswert ist? Das ist die Logik, die tatsächlich festzustellen ist. Also wir haben vorhin ja schon so ein paar Merkmale gehabt. Das ist also dieser Ende-zu-Ende-Prozess, den ich orchestriere. Also die ganzen Herausforderungen, irgendwas zu beschaffen, zu betreiben und so weiter, habe ich gar nicht mehr. Dadurch, dass ich die gesamte Kundenschnittstelle besetze, wird alles, was dazu zuliefert, kommoditisiert und ist damit austauschbar.
Das ist genau der Effekt, der dazu führt, dass man in der Gig-Economy quasi nur noch über den Preis beziehungsweise dann über den Arbeitslohn sozusagen konkurrieren kann und kann mich dann eben nicht mehr über eine besonders bessere Leistung differenzieren, sondern nur noch über den Preis. Und das finde ich ganz dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde also das Geschäftsmodell von Gorillas wirklich auch, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich zutiefst bedauerlich, weil es allein auf unsere Faulheit abzieht und dazu führt, dass im Prinzip solche Niedriglohnjobs angeboten werden. Und das ist halt eine einfach krass schlechte Entwicklung und ist aus meiner Sicht eine Gewissensentscheidung, da mitzumachen oder nicht. Also die Logik der Plattformökonomie ist genau die. Sie führt dazu, dass quasi über das reine Orchestrieren und nicht mehr Besitzen der Assets eine Machtkonzentration erreicht wird, die dazu führt, dass alle anderen ausgebeutet werden. Wir hatten ja zu Beginn schon auch mal gesagt, dass da durchaus auch der Staat irgendwie in der Pflicht ist. Also dieses Orchestrieren finde ich einen sehr schönen Begriff. Ja? So irgendwie so ein Orchester, wo irgendwie alle zusammenspielen, damit es am Ende irgendwie schön klingt, wenn man so möchte. Ja? Und irgendwo hat der Staat da jetzt auch im Aufbau aus meiner Sicht durchaus eine dirigierende Rolle, die Rahmenbedingungen zu setzen, in denen wir diese neue Mobilität irgendwie realisieren wollen. Und ich finde, wir sehen das zum Beispiel bei Uber ganz schön. In den USA darf jeder mit seinem privaten Auto 3 Stunden oder 2 oder eine halbe Stunde am Tag, wie er gerade lustig ist, irgendwie fahren. Und hier ist der Markt sehr eingeschränkt, weil sie so einen zugelassenen Chauffeurservice oder zugelassene Taxis sein müssen, um überhaupt fahren zu können. Und damit fallen ganz viele dieser prekären Arbeitssituationen, wie sie dann in den USA geschaffen werden, einfach per Gesetz raus. Genau, was man eben auch vermeiden muss, sind Monopolismen. Letzten Endes sind es Plattformgeschäftsmodelle, die darauf basieren, auf eigentlich 2 Ressourcen. Die eine ist natürlich, einen coolen Dienst anzubieten, muss man schon so sagen. Also wir sind anfällig dafür, weil das einfach easy ist und gut ist. Aber die zweite strategische Ressource ist eben der Zugang zu Daten und zu echten Ressourcen. Und wir müssen es hinkriegen, dass das nicht monopolisiert wird und nicht in irgendwelchen Gravitationszentren sozusagen und damit Machtzentren landet, wo dann der Einzelne eben keine Rolle mehr spielt. Und das ist ja auch das, was immer diskutiert wird, ja, deine Daten von dir alleine, die sind mir ja nicht so wichtig, weil ich habe ja noch irgendwie 3 Millionen andere, die mir die Daten liefern. Deshalb müssen sich aber alle 3 Millionen irgendwo zusammentun. Und das ist auch die Begründung, warum es solche Diskussionen gibt wie Data Trusts, wo sich Einzelne zusammentun, um ein Gegengewicht zu bilden zu den Monopolisten oder Oligopolisten. Mhm. Und das halte ich auch für richtig. Und der Staat sollte solche Dinge auch fördern. Deshalb, und das ist ja, passiert ja auch, Datentreuhandermodelle greifen ja genau das auf. Ich glaube, jetzt sind wir in der Phase, wo man ein bisschen austariert, dass man das Ziel erreicht, aber nicht Innovation abkoppelt sozusagen, weil das will man ja auch nicht. Aber das ist der richtige Weg. Und ich finde auch, vielleicht noch das als Bemerkung, dass ich, muss man eben sagen, in Europa, die in der Legislaturperiode jetzt von Ursula von der Leyen, wir haben für die Datenökonomie gibt es wirklich eine ganze Reihe von Gesetzen, die aus der Idee, die europäischen Werte in der Datenökonomie aufzugreifen und verbindlich festzulegen, entstanden sind. Und das finde ich grundsätzlich gut. Ob sie jetzt nachher ihre Wirkung erfallen, gut, das wird sich noch ein bisschen zeigen, aber eigentlich ist es richtig, muss man sagen. Jetzt haben wir über die Dystopie gesprochen, was wir auch nicht haben wollen. Wie soll denn die Zukunft aussehen der Mobilität? Ja, also ich würde den mobilen Bürger ins Zentrum stellen. Das wäre mir persönlich ganz wichtig, weil das passiert einfach zurzeit noch nicht. Und ich glaube, dass das auch so kommt, weil wir eben halt über die Erfahrung aus dem Consumer-Bereich sehr stark sehen, dass das passiert. Viele Dienste kreisen um den einzelnen Endverbraucher oder den mobilen Bürger. Und wenn das Designprinzip ist und wir das dann quasi intelligent machen, auch auf dem europäischen Weg, dass nicht ein Einzelner alles bestimmt, sondern dass wir das gemeinsam tun und dabei die Herausforderung, die wir haben mit dem Föderalismus der Kleinteiligkeit und auch vielleicht dem überbordenden Datenschutz, manchmal muss man schon auch sagen, wenn wir das dann überwinden, dann bin ich auch überzeugt davon, dass uns das gut gelingt, weil wir haben viele Assets in der Hand, wir haben viele Daten, wir haben viel Brainpower und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Bist du auch zuversichtlich, Mara? Ich bin tatsächlich auch zuversichtlich, ja, weil ich glaube, dass wir schon ganz gut auf dem Weg sind und schon auch einiges geschafft haben hin zu diesem eingangs erwähnten bedarfsgerechten Mobilitätsmodell, ja. Dass einfach Digitalisierung als Enabler braucht,
und ganz viele Puzzleteile. Und wir arbeiten an so vielen Puzzleteilen parallel und können sozusagen einfach auch schon Stück für Stück ausprobieren, wie sich das mal anfühlen könnte in Zukunft. Ne? So im Kleinen, wenn man mal verschiedene Verkehrsmodi, ein E-Scooter oder sowas einfach mal ausprobiert. Ja? Also wir können jetzt anfangen zu experimentieren mit allen den Möglichkeiten, die wir in Zukunft hoffentlich in einer nahtlosen, integrierten, verknüpften Reisekette dann nutzen können. Dass ich auch glaube, dass wir gut unterwegs sind und mit ganz viel Hoffnung in Richtung Verkehrswende und Kundenzentrierung weiterarbeiten können. Ein paar meiner Fragezeichen haben sich heute aufgelöst und andere bleiben noch. Weil letztlich niemand so ganz genau vorhersagen kann, wie sich die Mobilität in Zukunft wandeln wird. Trotzdem, unser Blick in die Zukunft ist positiv. Denn, wie gesagt, wir haben hier in Deutschland viele Assets, viele Daten und viel Brainpower. Bis zum nächsten Mal bei Emmet in Transit. Emmet in Transit ist der Podcast der M-Fund Begleitforschung des unabhängigen Thinktanks iRides Lab und wird gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Redaktionelle Umsetzung und Produktion iRides Lab, Henrik von Holtum und Jan-Paul Herzer. Mehr Infos auf emmet.io und irides-lab.de. Die Episoden stehen unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung.